Das heißt, ohne Wissen gehen die in die Irre. Aber natürlich auch, man ist natürlich dafür auch verantwortlich, wenn man auch nicht nach dem Wissen suchen, das Wissen dann auch nicht richtig haben will. Ja. Weil wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat, der wurde irgendwo auf dem Nordpol, ja, der hat natürlich eine Entschuldigung durch Unwissenheit. Von dem kannst du ja nicht erwarten, der hat nie was von Mohammed gehört, dann wird er nicht bestraft, weil er jetzt nicht an Mohammed geglaubt hat. Ja? Aber wer die Möglichkeit hat, Wissen zu bekommen und der hat einfach keinen Bock darauf, der hat ein Problem. Das wird zum Beispiel so erklärt. Dann, Sura 8, Vers 16, da sagt Allah, wa'iddu lahum mastata'tum. Das heißt, min kuwa. Das heißt, bereitet für sie vor, was ihr könnt an Kraft. Bereitet für sie vor, was ihr könnt an Kraft. Da sagt der Prophet, ala innal kuwata aramyu. Wahrlich, ja, die Kuwa, die Kraft, ja, was hier gemeint ist, das ist das Schießen, Bogenschießen. Zur damaligen Zeit war es Bogenschießen und heute werden es natürlich dementsprechende Geräte und Waffen. Das hat er gesagt. Dann, also da erklärt er ganz klar, mit der Sunna wird der Koran erklärt. Du weißt, was ist damit gemeint mit Kuwa? Da sagt er, ala inna kuwata aramyu. Wahrlich, Kuwa ist aramyu. Dann, eine Sure, die meisten von euch kennen, inna atainakal kawthar. Kawthar. Das ist mit kathara yakthuru, diese Wortwurzel. Kathara. Viel. Überfluss. Der Prophet sagt, alayhi salatu wasalam, dies ist ein Fluss in Jannah. Ist ein Fluss in Jannah, das heißt, wird erklärt, inna atanaka kauthar. Das heißt, dir haben wir den Kauthar gegeben, das ist ein Fluss für den Propheten Muhammad, alayhi salatu wasalam, in Jannah. So erklärt man den Koran. Deswegen musst du immer gucken, ist diese Person jemand, der Koran mit Koran erklärt, der Koran mit Sunnah erklärt, wenn einer irgendwas von mir ist. Oder liest er einfach vor und macht dann seine Erklärung, ja, beispielsweise. Oder kommt er mit irgendetwas, was total außerhalb diesem Rahmen ist. Oder du siehst zum Beispiel ein Koran-Dokument. Es gibt Koran-Interpretationen. Da findest du kein einziges Mal, weil das steht da im Koran und das erklärt der Koran hier. Das ist die Koran-Erklärung. Da kommen dann Leute, boah, wir haben eine super Koran-Erklärung, super Tafsir. Dann guckst du dir das an, kein einziges Mal, Qala Allah, Qala Rasulullah. Alle drei, vier Seiten findest du ja, der hat das dazu gesagt, der hat das dazu gesagt. Also der Prophet hat was gesagt. Alle drei Seiten. Normalerweise, wenn du zu so einem Tafsir hier gehst, ne, wie Ibn Kathir, wie Tabari zum Beispiel, Tabari, guck mal. Bei jedem Vers bringt er das, was die Sahaba gesagt haben. Was der Prophet a.s. gesagt hat. Was die Tabi'in gesagt haben. Bei jedem Vers. Oder bei fast jedem Vers. Verstehst du das immer? Guck mal. Ich schlage das jetzt einfach mal auf. Ja? Einfach mal auf das Buch. Guck mal. Und das ist einer der klassischsten Tafsire von Tabari. Ja? Der ist 310 gestorben. 310 nach Hijra. Also einer der. Ich glaube, das ist der älteste komplette Tafsir von Al-Sunnah wal-Jama'ah. Du musst dir vorstellen, guck mal, du schlägst auf, guck mal, ein Vers, zum Beispiel den Vers. Hier. Inna Allah kana ala kulli shayin hasiba. So. Dann erklärt er, hadathani Muhammad sana Isa ibn Jariya an Mujahid. Mujahid ist der Schüler von Ibn Abbas. Ibn Abbas ist derjenige, über den der Prophet a.s. gesagt hat, ja, Allahumma fakihu fi din wa alimu ta'wil. Ta'wil ist ein anderer Begriff für Tafsir in der damaligen Zeit. Nur später kamen irregegangen Gruppen, die mit Ta'wil gemeint haben, dass man damit also den Lafz Zahir, den offensichtlich wortdeutsche Bedeutung, von der wortdeutschen Bedeutung wegnimmt zu einer Bedeutung, zu einer metaphorischen Interpretierung. Jetzt habe ich umgeschlagen, aber ist egal, da findest du hier überall, das ist überall dasselbe. Ja, der hat also einen Vers, hier. Dann wird gesagt, der hat das berichtet, zum Beispiel hier, sagt es Qatada, Schüler von Ibn Mas'ud, sagt, dieser Vers bedeutet Kaulul Hasid. Zum Beispiel, immer. Jeder, fast jeder Vers, und er erzählt mehrere Wörter, was hat der gesagt, was hat der, wir kommen da nachher noch drauf, ich wollte das nur mal kurz erwähnen. Bei anderen, bei manchen Tafsiren findest du, so, da ist irgendein Vers, dann siehst du fünf Seiten, erklärt er irgendwas, was ihm in den Sinn kommt, was er für Gedanken hat, ohne einmal zu sagen, Mujahid hat gesagt, Ibn Abbas hat gesagt, der Prophet hat zu diesem Vers gesagt. Das müssen wir verstehen, diese Verse sind herabgekommen, der Prophet hat sie erklärt. Und er hat damit gelebt. Etwas Bemerkenswertes beim Koran ist was? Der Koran ist nicht in einem herabgekommen. Warum? Damit die Erklärung verdeutlicht wird, zum Beispiel zu einer bestimmten Situation,
kam ein bestimmter Vers vom Himmel herab. Der Koran ist in Laylatul Qadr an den untersten Himmel gebracht worden. Und vom untersten Himmel, je nach Situation, kam Jibril mit einem Vers. Ja, hier. Und das ist jetzt das Dritte. Das ist, dass der Koran mit den Aussagen der Sahaba erklärt wird. Denn die Aussagen der Sahaba in den meisten Fällen beziehen sich auch auf Asbabun Nuzul, die Gründe der Herabsendung. Sie sagen zum Beispiel, wir waren mit dem Propheten hier und dort und dem einen ist dieses und jenes passiert und dann kam die Herabsendung herab. Wofür ist das wichtig? Damit die Bedeutung verdeutlicht wird. In welchem Kontext ist das passiert? In welchem Kontext ist das passiert? Zum Beispiel im Koran steht beispielsweise, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله والرسول ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ja, dieser Vers zum Beispiel, ja. Bekämpfe die Leute von Ahlul Kitab, ja, die nicht an Allah und jüngsten Tag glauben und nicht das als verboten erklärt haben und so weiter. Wenn du guckst, wann wurde herabgesandt der Vers? Als die schon auf dem Schlachtweg waren nach Tabuk. Tabuk, wo die Römer eigentlich schon gekommen sind und wollten, hatten vorgehabt, eventuell den Propheten anzugreifen, wo Gefahr lauerte von denen. Und die sind auf dem Weg gewesen, dann kommt dieser Vers, aber bekämpft die. Oder kam vorher herab, bekämpft sie. In dem Sinne. Das heißt, er muss immer den Kontext der Herabsendung, ansonsten kommt jemand auf die Idee, er steht so im Supermarkt dann mit dem Hackebeil und haue dem Hans Werner das Hackebeil auf den Kopf. Verstehst du? Das ist, ja, das ist der Grund, warum es herabgesandt wurde. Das ist auch sehr wichtig, weil dadurch, guck mal, dadurch ist die Sache viel deutlicher. وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Bekämpft sie, bis es keine Fitna gibt und bis die Dien ganz Allah gehört. So, wann war das herabgesandt worden? Als die total unterdrückt geworden sind und die Religion nicht frei predigen konnten und gar nichts. Und die Leute unterdrückt worden sind, die den Islam praktiziert haben. Das sind auch Sachen, die man, es ist heute keine Dars über Dschihad. Aber ich wollte nur darauf eingehen, also ihr könnt euch das mal angucken, das Video Islam und Terrorismus. Da gehe ich intensiver darauf ein, ja. Nur das sind Sachen, deswegen ist es ganz wichtig, den Kontext zu verstehen. Das wird dann von den Sahabern oft vermittelt. Deswegen, wenn du jemanden siehst, der nimmt einfach irgendeinen Vers und der geht nicht darauf ein, wann wurde es herabgesandt und so weiter, was ist da für eine Bedeutung, was haben die Gelehrten von früher dazu gesagt, was haben die Sahaba gesagt, ja, dann vorsichtig. So, hier zum Beispiel Koran mit Sahaba. Ja. Dann, warum Koran mit Sahaba? Weil die Sahaba natürlich von der arabischen Sprache auch das beste Verständnis hatten. Weil eine Sprache entwickelt sich. Eine Sprache entwickelt sich. Zum Beispiel, und da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber sie waren zur damaligen Zeit, sie wussten, was das zur damaligen Zeit, was damit gemeint ist mit dieser Sache. Ja? So. So. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und unter den Sahabern, genau, und dann, die Sahaba waren natürlich auch die, die das vom Propheten a.s. erklärt bekommen haben. Und wenn die Sahaba etwas erzählen, was zum Beispiel im Jenseits passiert, dann heißt das, sie müssen das vom Propheten a.s. gehört haben. Weil sie können das nicht von sich selber erklären, weil sie haben ja keine Wahi, keine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. So, dann nehmen wir mal zum Beispiel, es gibt drei große Sahabi-Tafsir-Schulen von drei großen Sahabis. Das sind die drei großen Tafsir-Schulen. Wer sind diese Leute? Wer? Ibn Abbas, genau, wer noch? Abdullah ibn Mas'ud, genau, wer noch? Ubay ibn Ka'b. Ibn Omar natürlich hat auch was, aber ich rede jetzt von den drei großen Tafsir-Schulen. Wie mit den Madhahib, wir haben vier große Madhahib. Ja, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Aber es gab auch andere Madhahib. Al-Layth ibn Sa'd, Al-Thawri, Al-Awzai, das sind auch keine Irre gegangen gewesen, das waren auch große Gelehrte gewesen. Imam Shafi'i hat bei Al-Layth ibn Sa'd studiert, der hat gesagt, der hat mehr Wissen als Imam Malik. Ja, also kann man nicht sagen, aber das sind halt die drei großen Tafsir-Schulen. Ja? Und die haben auch wieder Schüler von den Tabi'in. Zum Beispiel Ibn Abbas, der hat sehr viele Schüler, zum Beispiel Mujahid, Sa'id ibn Jubair. Das sind halt große Gelehrte. Zum Beispiel Ibn Mas'ud hat einen Schüler, Hassan al-Basri, Qatada, Al-Qama zum Beispiel. Ubay ibn Ka'b, Zad ibn Aslam beispielsweise. Ja? So. Dann genau bei Ibn Abbas auch Tawus, auch einer der großen Tafsir gelernt. Das heißt, die hatten ihre Schüler. Und diese Schüler waren bekannt, die haben bei diesem Gelehrten richtig lange gesessen, haben von ihm gelernt. Mujahid sagt, ich bin mit Ibn Abbas
zwei oder dreimal, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es drei, ist ja auch egal, den Koran durchgegangen, habe ihn bei jedem Vers gestoppt und nach der Bedeutung gefragt. Und dann natürlich, wenn Mujahid was erklärt und der Prophet gibt Taskia, gibt eine sozusagen, also dem sozusagen ein Zeugnis Ibn Abbas, dass er der beste Koranerklärer ist und nach dem Motto, ja, Fakir Fidin wa Alimut Ta'wil, ja. Und auch Ibn Mas'ud hat, das hat auch gesagt, wenn Koran lernt, du sollst bei ihm tun, da ist das natürlich schon eine große Sache. So. So, und hier ist es so, dass man zum Beispiel zu diesen Büchern geht. Ja, man guckt sich einfach mal an, was gesagt wird, was die Gefährten dazu sagen. Ich gebe mal zum Beispiel einen Vers, den hört man heute sehr oft. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكُمُ الْكَافِرُونَ. Habt ihr bestimmt schon oft gehört, den Vers, ne? Oder? Wer nicht nach dem urteilt, was Allah abgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Ne? So. Erstmal Kuffer, es gibt zwei Arten von Kuffer. Welcher ist das? Kleiner Kuffer, großer Kuffer. Manchmal nennt Allah eine Sünde Kuffer, aber das ist kein Kuffer, der aus der Religion rausbringt, sondern ein Kuffer, der klein ist. Aber Allah nennt diese Sünde Kuffer, um zu zeigen, was das für eine große Sünde ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Sipabul Muslim Fusuk wa Kitalu Kufrun. Ein Muslim zu beschimpfen ist Fusuk, ist Frevelei. Und ihn zu bekämpfen ist Kufr. Aber ist das großer Kufr? Wir gehen zum Koran. Im Koran sagt Allah in Surah Al-Hujarat, Surah 49, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu faslihu bainahuma. Wenn sich zwei Gruppen von Gläubigen bekämpfen, zum Beispiel Muawiyah und Ali oder Aisha und Ali, zwei Gruppen von Gläubigen, dann richtet Frieden zwischen den beiden. Ja? Allah nennt diese Leute hier was? Obwohl sie sich bekämpfen, er nennt sie Mu'minun. Das heißt, diese Gläubigen haben Iman. Also kann es nicht sein, dass diese Sache großer Kuffer ist, der aus der Religion rausbringt. Okay? Vom Beweis vom Koran. Hier erklärt der Koran die Sunnah. Anderes Beispiel. Der Prophet a.s.w. sagt, ja, also zwei Dinge, die sind bei den Menschen Kufr. Da sagt er, Niyahatu al-Mayyit, das heißt, dass man so über den Tod am Schreien ist, ja, wal Wata'anu finasab. Und so sagen die Tan finasab, übersetzt man das am besten. Dass man also diese Abstammung sozusagen, ja, so, okay, ist ein Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Oder zum Beispiel anderes Beispiel, der Prophet sagt, wer mit seiner Frau schläft, während sie ihre Tage hat, der hat Kufr begangen. Wer mit seiner Frau schläft, anal, der hat Kufr begangen. Zwei Sachen. Ist der jetzt aus der Religion raus? Nein. Weil wir wissen ganz genau, dass das keine Kuffer in dem Sinne ist. Das ist ein Kuffer, das ist ein kleiner Kuffer. Das heißt, der ihn nicht aus der Religion rausbringt, der aber eine große Sünde ist. Ja, und das ist ganz klare Ittifaq bei den Gelehrten. Ja, Ijma bei den Gelehrten. Der nicht aus der Religion rausgeht, der mit seiner Frau steht, wenn sie ihre Tage hat. Er hat aber eine große Sünde gemacht. Das wird damit betont. Jetzt haben wir den Vers, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wenn nicht nach dem urteilt, was Allah herabgesandt wird, der ist Kafir geworden. Welche Art von Kuffer ist das hier? Kleiner oder großer Kuffer? Dann gehen wir jetzt zum Beispiel zum Tafsir von Shawkani. Ja, der wurde nicht von Amerikanern bezahlt. 1250 ist der gestorben, nach Hijra, also vor circa 200 Jahren ungefähr. Und da sagt er beispielsweise, dass Ibn Abbas sagt, das ist bei Shawkani, sagt er, Ibn Abbas sagt, Yakulu, من جحد حكم بما أنزل الله فقد كفر. Wer den Hukm, das Urteil, was Allah herabgesandt hat, verleugnet, der hat Kufr begangen. Das heißt also, wenn jemand urteilt, aber der sagt, ich weiß, das ist richtig, was Allah herabgesandt hat, das ist besser, was Allah herabgesandt hat, ist kein Juhud. Juhud ist, wenn er sagt, hier, klatscht man an die Wand, wo man nichts mit zu tun hat. Verstehst du? Verleugnet das. من جحد ما أنزل الله فقد كفر. وَمَنْ أَكَرَّ بِهِ وَوَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ. Und wer das bestätigt, aber nicht danach urteilt, ja, der bestätigt das, der ist Urteil von Allah. Das ist besser. Ist nicht erlaubt für mich. Ich mache eine Sünde, wenn ich danach nicht urteile. Der ist was? ظَالِمْ فَاسِقٌ.
der ist ungerecht und fassig. Das sagt Ibn Abbas, das Tafsir von Shawkani zu dem Vers. Ja? Dann haben wir hier zum Beispiel Tabari. Ja. Tabari. Und Tabari macht das immer so, erklärt immer den Vers und er erklärt immer alle Aussagen, die gemacht wurden zu einem Vers. Ja. Und hier sagt er zum Beispiel, ja, قال آخرون معنى ذلك من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فأما الظلم والفسق فهو للمكر به. Genau dasselbe, der sagt, also, wer nicht nach dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, jahidan bihi, das heißt, der verleugnet das. Aber, wer, der Zulm und der Fisk, das ist für den, der das bestätigt, der sagt, das ist richtig, aber urteilt nicht danach. Dann erwähnt er auch wieder, hier, Qala Thana Abdullah ibn Salih, Qala Thana Muawiyah ibn Salih, عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم كافرون من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو الظالم فاسق وأولى so jetzt er hat das die ganzen Aussagen gebracht, also es war wieder genau dasselbe, was wir eben aus Shawkani, und er sagte وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزل هذه الآية في كفاء الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزل وهم معنيون بها وهذه الآية سياق الخبر عنا فكونها خبرا عنها عنهم أولى. فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عمى بالخبر بذلك أن جميع من لم يحكم بأنزل الله فكيف جعلته خاصا كيل إن الله تعالى عمى ما بالخبر بذلك أن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. Ja, also, er sagt dann am Ende, sagt er, also er meint, dass das also für Ahlul Kitab herabgesandt wurde, die Verse, ja. Und dann sagt er, ja, wie sagt das, ihr macht das allgemein, obwohl das eigentlich, ja, nicht, so, obwohl das eigentlich für alle herabgesandt wurde, die also nicht nach dem Urteil, was Allah herabgesandt hat. Dann sagt er, wird gesagt, in Allah Ta'ala, so, dann sagt er, es wird gesagt, in Allah Ta'ala, amma bil khabar, bi dhalika an kaumin, kanu bi hukmin lahi, ladhi hakama bi, fi kitabi jahidin. Also die haben das verleugnet. فأخبر أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. Und dass sie so, wie sie diesen Hukum verlassen haben, dass sie deswegen Kuffar sind. Also weil sie es verleugnet haben. Dann haben wir hier neun Tafsir, zum Beispiel von Mustafa al-Adawi, ein Gelehrter aus Ägypten. Und er erklärt, er kommt dann mit vielen Aussagen. Zum Beispiel von Ata, großer Gelehrter von Tabi'in. Der, was sagt er dazu? Kufr und duna Kuffar, kleiner Kuffar, sagt er. Dann hat er hier an Tawus. Wer ist Tawus? Ist der Schüler von Ibn Abbas. Was sagt er? Leysa bi kufr in yankiru an al-Millah. Ist ein Kuffer, der nicht aus der Religion rauswirft. Ja? Dann haben wir hier, dann sagt Al-Qurtubi, das ist ein großer Gelehrter vom Dings, der sagt, so, dann sagt Al-Qurtubi. Qurtubi erklärt das jetzt. Ja? Und heute, wenn du das erzählst, dann werden die dir sagen, ja, du bist ein Murji'a geworden. Ja? Qurtubi sagt, وَهَذَا يَخْتَلِفْ إِنْ حَكَمَا بِمَا عِنْدَهُ على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. Wenn er nach dem urteilt, was, also nach seinem eigenen Urteil urteilt, so, also nach dem urteilt, was bei ihm ist, als wenn das von Allah ist, dann ist das ein Tabdil. Ja? Und das ist großer Kufr. Ja? وَإِنْ حَكَمَ بِي حَوَنْ وَمَعْصِيَةً فُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُ الْمَغْفِرَةً. Und wenn er danach aus Hawa, ja, zum Beispiel Geld, oder Ma'asiyah, und der weiß also auch, und sündig, der zum Beispiel jemand, der weiß, dass er damit eine Sünde war, dann sagt, das ist eine Sünde, die von der Maghfira, also von der Vergebung, also umfasst wird. Also die vergeben werden kann, verstehst du? Das ist also kein Kufr-Schirk, der nur mit Rückkehr zum Islam vergeben wird. Ala asli ali sunnati fil gufran lil mudnibin. Das sagt also hier Al-Qurtubi auch noch, Al-Ata, Tawus,
Ibn Abbas, hier Ibn Abbas, nochmal andere Überlieferung. Hier bi kufrun leysa kufrun billahi wa malaika wa kutubi wa rusuli. Nochmal, er sagt das also nochmal. Ganz klar, was haben wir hier? Also, andere Überlieferung von Ibn Abbas. Aber manche sagen, das ist eine schwache Überlieferung. Aber natürlich durch die Vielzahl der Überlieferungen, die es in diesem Bereich gibt, und dass alle Gelehrten das akzeptiert haben, angenommen haben, ohne zu erwähnen, dass es schwach ist, das ist eine ganz klare Sache. Und wie gesagt, al-Qurtubi sagt, das ist Asl von al-Sunnah wal-Jama'ah. Dann habe ich hier Tafsir von Ibn Rajab al-Hanbali, einer der ganz großen Gelehrten des Hanbali-Madhabs. Er sagt hier zu dem Vers, Qal al-Bukhari, Kufrun duna Kufr, kleiner Kufr, al-Bukhari. Ja. Dann, aber wenn du heute sagst, du sagst kleiner Kufr, dann bist du bei denen durch. Al-Kufru kat yutlaku yuradu bil kufr alladhi yunkiru an al-Milla, mithlu kufran al-Ashiya wa nahwihi. Alladhi lai yankiru an al-Milla, mithlu kufran al-Ashiya wa nahwihi. Ja. So, dann sagt er hier, وهذا كما قال ابن عباس سبي ابن عباس sagt ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. Das ist nicht der Kufr zu diesem Vers. Wenn lam yahkum bi anzal Allah, das ist nicht der Kufr, den sie meinen. Ja, dann sagt er ليس بكفر ينكر عن المله. Und dann andere Überlieferung sagt er, ist nicht der Kufr, der aus der Religion rausbringt. Andere Überlieferung Kufr dunna Kufr, kleiner Kufr. Also viele Überlieferungen in derselben Reihe, ja. Und dann sagt al-Hakim sagt dazu kharaj al-Hakim wa qala sahih al-isnad. Dass der Isnad, die Überlieferungskette, authentisch ist. Dann haben wir Al-Baghawi. Also ich bringe das mal, weil bevor jemand kommt mit irgendeinem Vers, wir gehen mal zu allen Tafsir und gucken, was haben die Tabi'in gesagt, was haben die Sahaba gesagt. Hier haben wir Tafsir von Baghawi noch. Mal sehen, was er dazu sagt. Baghawi Muhyi Sunnah, einer der ganz großen Gelehrten des Islam, sagt er, er sagt ja, Dahak, auch einer von großen Tabi'in und Qatada. Also, das ist was anderes. Ibn Abbas, Tawus, Laysa bi Kufrin Yanku al-Milla. Ja. So. Ata sagt, auch einer Tabi'in, Kufrun duna Kufr, Dhulmun duna Dhulm. Ikrima, auch Schüler von Ibn Mas'ud, sagt, Laysa kaman kafara billahi wal yawm al-akhir. Qala al-Ata, Kufrun duna Kufr. Ikrima sagt, ومن لم يحكم بما انزل الله جاهدا به فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. إكرمة, das ist der Schüler, große Schüler. Nee, Quatsch, nicht von Ibn Mas'ud. Von Ibn Abbas ist das der Schüler. Ibn Abbas sagt genau dasselbe auch nochmal. Also, alle wiederholen genau dasselbe. Und ich meine, das ist natürlich dann eine klare Sache. Ist natürlich eine klare Sache, was damit gemeint ist. Jetzt sagen die aber, hier ist was anderes gemeint. Hiermit ist gemeint, dieser kleine Kufr ist, wenn ein Richter in einem Gerichtssaal beispielsweise, das wird zu ihm gesagt, hier, guck mal, dieses Urteil, was du da gemacht hast. Oder es kommt zum Beispiel jemand zu ihm und er sagt, hier, ich gebe dir Geld, dass du nicht für mich urteilst, dass du mich freisprichst. Und er macht das, dann sagen sie, okay, dann ist er nicht vom Islam abgefallen. In diesem Fall ist er nicht vom Islam abgefallen. Aber wenn einer das praktisch das ganze System ändert, dann ist er abgefallen. Und diese Aussagen gibt es. Die haben wir zuhauf. Zum Beispiel hier in diesem Buch vom großen Gelehrten auch, der das sagt. Tahkim al-Kawanin heißt das. Das ist von Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah, der das sagt. Und der sagt in diesem Buch, es gibt verschiedene Arten. Er sagt einmal, derjenige, der glaubt, es gibt ein anderes Urteil, das nicht von Allah ist, das besser ist. Kufr. Dann derjenige, der glaubt, es ist erlaubt, mit was anderem zu tun. Kafir. Dann gibt es denjenigen, wie diesen Richter, der urteilt in der einen oder anderen Sache mit etwas anderem und er weiß, er hat eine Sünde gemacht, aber er hat das gemacht, weil er Geld bekommen hat und so weiter. So, das ist kleiner Kufr. Und dann sagt der große Kufr ist, wenn jetzt einer hingeht und wechselt das System aus. Das ist großes Kufr. Sagt er. Aber er sagt das unter einer Bedingung. Er sagt, ja, das ist Tibdal. إذا كان الحكم بما غير بما أنزل الله غالبا. Wenn der Hukum, das sagt er in dem Buch hier, das ist, was die ganzen Hardcore-Leute sehr gerne haben. Wenn der Hukum, ghaliben ist, sagt er, mehr ist. So, hier sagt Sheikh Albani, und da wird dir keiner eine Antwort drauf geben können. Keiner, glaub mir. Geh zu irgendjemand, lass dir eine Antwort geben. Ich hab's versucht, bisher konnte mir keiner eine Antwort drauf geben. Das ist genau das, was Abdul Mohsen Abed sagt. Das heißt, wenn du nach dieser Sache gehst, das heißt, wenn man in 10, es gibt 10 Urteile, die Urteile sind 6 mit dem, was Allah herabgesandt hat, und 4 mit dem, was Allah nicht herabgesandt hat, bist du Muslim. Aber andersherum, 6 mit dem, was Allah nicht herabgesandt hat, und 4 andersherum,
bist du Käfer. Sagen, wo ist der Beweis dafür? Warum ist der eine Käfer, der andere Muster? Warum ist der, der es in einer Sache macht, kein Käfer? Sagen, ja, vielleicht hat er es aus Hauer oder Wulm gemacht. Vielleicht hat er es einfach aus seinen Begierden gemacht. Der wollte Geld gewinnen und so weiter und so fort. Sagen wir, ja, vielleicht hat derjenige, der das in mehr als einem gemacht hat, oder in 10 gemacht oder in 20 gemacht hat, auch gemacht, weil er Geld dafür bekommen hat. Aus Wulm. Und nicht, weil er es glaubt. Vielleicht hat es auch gemacht. Wo ist der Beweis dafür? Hier wird dann gesagt, nee, das ist Schirk, weil Gesetz darf nur Allah geben. Und wenn du da das bestätigst, dann bist du raus. Und da habe ich auch etwas Schönes gefunden von Ibn Taymiyyah in dieser Sache. Und wie gesagt, das sagen einige Gelehrte. Einige Gelehrte sagen das, was dieser Muhammad Ibn Ibrahim sagt. Aber es gibt eine andere Regel. Bevor du jemanden zum Käfer erklärst, der eine Sache macht, die großer Kuffer ist, musst du erst gewissen, dass Mawani bei ihm nicht vorhanden sind. Das ist was anderes. Wenn jemand sagt, ich bin kein Muslim, dann sagen wir, du bist Käfer. Aber wenn jemand sagt, ich bin Muslim, ich glaube an Allah, ich glaube, der Koran ist die Wahrheit. So, und jetzt macht er irgendwas, was eine große Sünde ist oder eine Sache, die großer Kuffer ist. Nehmen wir mal an, nach diesem Call von Muhammad ibn Ibrahim, Ali Sheikh, Rahimullah, das ist großer Kuffer. Nehmen wir das mal an. Bevor wir den zum Käfer erklären, den einen oder den anderen, was müssen wir erstmal wissen? Das ist bei jemandem, der Muslim ist. Nicht jemand, der sagt, ich bin Christ oder Jude. Da sagen wir, du bist Käfer. Dann müssen wir, bevor wir ihn zum Käfer erklären, müssen wir erstmal gewährleisten, dass er erstens nicht gezwungen war. Zweitens, dass er nicht einen unbeabsichtigten Fehler gemacht hat. Drittens, dass er nicht Jahil ist. Weil ich rede jetzt nicht von Hukum, sondern allgemein. Jede Sache, die großer Kuffer ist. Viertens, also ein Jahl, der die Entschuldigung mit sich trägt. Weil nicht jede Unwissenheit wird entschuldigt. Ja? Das ist ein langes Thema. Und dass er nicht vielleicht ein Ta'wil gemacht hat, etwas falsch verstanden hat. Was ist der Beweis für Ta'wil? In der Zeit der Tabi'in gab es Leute, die einen Vers vom Koran falsch verstanden haben. Und die haben Alkohol getrunken. Die haben gesagt, dieser Verbot von Alkohol ist nur für die Kuffar, nicht für die Muslime. Wurden die zum Käfer erklärt? Nein, denen wurde erstmal Ikamat al-Hujja gegeben, denen wurde erklärt, wie das gemeint ist. Und dann sind sie bestraft worden mit Peitschenhieben, aber sie sind nicht zum Käfer erklärt worden. Warum? Weil sie Ta'wila, sie haben etwas vom Koran gehabt, haben es falsch verstanden. Dann noch etwas anderes, Ajz, Unfähigkeit. Unfähigkeit. Zum Beispiel der eine oder andere ist vielleicht heute Präsident, der hat das System nicht selber umgeändert, ist umgeändert worden. Und er kann es gar nicht ändern. Wer will das? Wem willst du das sagen, dass es nicht kann? Wenn wir annehmen. So, dann müssen wir sagen, die meisten haben es nicht selber umgeändert. Es ist früher umgeändert worden. Guckt ihr jetzt zum Beispiel mal, wenn wir jetzt mal in die Türkei beispielsweise gehen. Was sagt der Erdogan? Er sagt, er ist Muslim. Er sagt, das ist für mich das beste System. Aber ich kann gar nichts ändern. Und er kann es auch nicht. Kann er was ändern? Vielleicht in 100 Jahren. Der wird er platt gemacht. Wenn er was ändern will, kommt das Militär, dann ist er platt wie eine Flunder. Oder sehe ich das verkehrt? Habe ich irgendwas falsch eingeschätzt? Ist so. So, das heißt, aber er sagt, wenn ich hier bin, dann können wir wenigstens was Gutes für die Muslime machen. Kann man den zum Käfer erklären? A'udhu billah. Und du siehst immer, wenn Leute so eine Herangehensweise haben, also wegen dieser Sache, wenn Leute so eine Herangehensweise nach Kuffer suchen, hat er diesen Fehler gemacht, hat er das gemacht, das sind Leute, die Eigenschaften von Khawarij in der heutigen Zeit haben. Wobei die sagt der Prophet, das sind die Hunde der Hölle. Die Hunde der Hölle sind das. Die Höllenhunde. Das sind Eigenschaften von Khawarij. Das heißt, die suchen bei den Muslimen. Ah, guck mal, den nennen wir jetzt Käfer. Ah, guck mal da. Ah, können wir das Blut frei machen? Ich gebe dir ein Beispiel. Wisst ihr, was die jetzt bei mir gemacht haben? Haben mich jetzt zum Käfer genannt, weil ich gesagt habe, für Homosexualität gibt es keine Todesstrafe.